Hallo ihr Lieben. Ja, heute gibt's mal ein Yankee Candle Haul der anderen Art. Und zwar dachte ich mir, ich setze mich mal für euch vor die Kamera und ja, halt euch mal meinen Rüssel in die Kamera rein, damit ihr sehen könnt, was ich mache, ja, wie ich an den Kerzen rieche und so weiter. Ich dachte mir, in den letzten Videos ist es vielleicht ein bisschen doof gewesen, ja, wenn man einfach nur hört, dass ich dran rieche und ja, das nicht sieht. Und deswegen dachte ich, ich setze mich einfach mal vor die Kamera. Habe ich ja auch im letzten Livestream mal gemacht. Kennt ihr ja vielleicht schon. Vielleicht habt ihr mich da schon gesehen. Ansonsten vielleicht bei Insta mal ein paar Fotos. Und ja, deswegen sitze ich jetzt hier vor der Kamera und möchte euch mal meinen, ja, Haul aus den letzten Wochen zeigen. Und zwar habe ich mir mehrere Yankee Candle Votivkerzen gekauft. Und auch zwei große Housewarmer, aber ja, wirklich nur zwei. Und ja, und der Rest sind Votivkerzen, weil ich einfach mal durchtesten möchte, welche mir dazu sagen. Und ich denke, Votivkerzen oder Tarts sind da halt einfach am besten geeignet, um zu schnuppern, um zu testen, um sie warm zu riechen und dann eben zu gucken, ob man davon sich ein Glas kaufen möchte, egal welche Größe. Und ja, deswegen habe ich gedacht, wir gucken mal zusammen durch und schnuppern mal eine Runde. Wie ihr ja schon wisst, bin ich nicht sonderlich gut im Düfte rausriechen aus Kerzen, aber ja, mein Gott. Ich habe mir jetzt übrigens ein kleines Heftchen angelegt für meine Yankee Candles und zwar habe ich mir ein Buch gestaltet, wo ich die Duftbeschreibungen reinschreibe. Und dann die Labels dazu klebe. Die Votivkerzen haben ja diese kleinen viereckigen Labels. Und die klebe ich dann da rein. Ich kann es euch dann auch gleich mal zeigen. Und da steht dann die Duftbeschreibung dabei. Aber ich bin leider noch nicht weit genug. Deswegen ja, habe ich die neuen, die ich gekauft habe, noch nicht drin in meinem Heft. Aber egal, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Und zwar habe ich mir zwei, ja, große Gläser gekauft von Düften, die die Kollektion verlassen, die aus dem Sortiment genommen werden. Der eine Duft ist, glaube ich, schon 2016 aus dem Sortiment gegangen, der andere geht jetzt 2017, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, das musste unbedingt sein. Zum einen habe ich mir gekauft Cranberry Pear. Und zwar hatte ich in der letzten Bestellung von Duft und Raum diese kleine Tarte mit im Paket gehabt als Goodie. Und die fand ich so mega toll, dass ich sofort gesagt habe, ich brauche unbedingt irgendwann so einen, ja, großen Housewarmer. Und ja, wie sollte es jetzt auch anders sein? Jetzt geht leider dieser tolle Duft aus dem Sortiment. Und deswegen musste das jetzt unbedingt sein. Der musste sofort her, der Duft. Und das ist wirklich, also der ist der absolute Traum. Der ist so mega, oh mein Gott. Ich liebe diesen Duft. Also wirklich, ich habe es bei dem Tarte letztes Mal schon gesagt, der ist einfach der Knaller. So schön fruchtig. Der riecht meiner Meinung nach so überhaupt gar nicht nach Birne. Eher nach, ja, so Cranberry und total fruchtig, süß. Richtig, richtig mega. Und Tipp für euch, riecht immer am Deckel, weil da riecht es ja, besser oder mehr intensiver als direkt an der Kerze. Das verfälscht manchmal ein bisschen. Ja, es ist einfach, ja, die ist so toll. Und ich finde auch das Label wunderschön. Also da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ich hätte sie am liebsten die letzten Tage schon angezündet, aber ich wollte sie euch natürlich erst zeigen im Video. Und deswegen habe ich die noch nicht angezündet. Und ja, die wird aber jetzt, wenn es noch mal ein paar heiße Tage gibt, wahrscheinlich brennen dürfen. Ja, das war die erste. Dann habe ich mir geholt Honey Glow. Das ist mein absolut liebster Herbstduft bisher, den ich schon hatte. Ich habe schon mal ich glaube sogar schon zwei große Gläser Honey Glow verbraucht. Und als ich jetzt gelesen habe, dass der Duft schon letztes Jahr das Sortiment verlassen hat, war ich so traurig, dass ich dachte, ich muss das unbedingt haben. Und dann war die doch tatsächlich auf einmal überall ausverkauft und ich habe echt gedacht, ich kriege die Krise.
Oh, das ist so ein toller Duft. Oh, ich liebe diesen Duft. Der hat so ein bisschen was von, ja, so parfümig, männlichem Duschgel fast schon. Oh, es ist so toll. Das ist so richtig. Das passt so gut in den Herbst rein, dieser Duft. Das ist echt unglaublich. Ja, ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach nur mega. Ich kann den nur so empfehlen. Und wer den noch nicht hatte oder wer schon mal irgendwie den verbraucht hat, holt euch noch eins, weil der geht, wie gesagt, aus dem Sortiment oder ist schon und ist nur noch, ja, bedingt zu bekommen. Eben, ja, wer Glück hat. Ich habe meinen von Amazon. Ich will jetzt nicht lügen, ich glaube von Amazon. Ich setze euch natürlich auch wieder die Links in die Infobox, über, also meine Amazon Affiliate Links, wo ihr die Kerzen drüber kaufen könnt. Ich versuche euch auch immer alle Größen zu verlinken, damit ihr die Wahl habt, welche Größe ihr kaufen möchtet. Und ja, ich kann es, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Das ist so ein toller, frischer Duft. Also ja, ist auch fresh. Also ich weiß nicht, der andere Cranberry Pear war Duft, Duft. War Fruit. Oh Mann. Ja. Wie ihr sehen könnt, hat das Label hier einen kleinen Knick und ich bin echt traurig darüber. Aber ja, was will man machen? Das ist, wie es ist. Und die hat eine ganz, ganz tolle, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Ja, ich glaube. Maserung. Und die hat, glaube ich, wahnsinnig viel Duftöl drin. Wenn man das so, ja, beschreiben kann. Das sieht hier so richtig nass aus. Ich bin mal sehr gespannt. Übrigens könnt ihr mir mal eure Meinung da lassen oder Kommentare, wenn ihr möchtet. Ich habe letzt gelesen, dass es sein kann, dass die Kerzen anfangen zu brennen wegen dem Duftöl. So, ich habe mal kurz unterbrochen. Ja, ich habe gehört, dass die Yankee Candles Feuer fangen können, wenn zu viel Duftöl in der Lampe, also im Wachs, im Glas vorhanden ist. Und das kann Feuer fangen, das Öl. Würde mich mal interessieren, ob schon mal jemand von euch da Erfahrungen mitgemacht hat, ob das tatsächlich passieren kann. Weil, ja, das ist jetzt das erste Mal, dass ich davon gelesen habe und das würde mich einfach mal wahnsinnig interessieren, ob das tatsächlich schon mal jemandem passiert ist. Ja, also falls, lasst mir doch bitte mal Kommentare da. Und ja, jetzt geht's weiter mit, also wir hatten jetzt die beiden großen Hauswarmer, das waren alle für diesen Monat. Und jetzt geht's weiter mit den Votivkerzen. Und zwar, ja, ich fange einfach wahllos an. Ich habe mir einfach ein paar Düfte ausgesucht, die mir zugesagt haben, die ich unbedingt schon immer mal haben wollte. Und ja, wir fangen an mit Vanilla Lime. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Das blendet ein bisschen. Ja, Vanilla Lime fand ich richtig cool. Und das riecht so richtig toll. Und man riecht so die Vanille raus. Also es riecht so richtig, ja, wie soll ich sagen, soft. Jetzt kommt ein Hubschrauber. Also heute habe ich irgendwie Pech. Oh Mann. Heute kommt alles in mein Video rein. Erst die Kirchturmuhr, jetzt der Hubschrauber. Ja, aber ich schneide es nicht raus. Das ist, wie es ist. So, also Vanilla Lime riecht total. Ja, da ist auch so ein Cocktail drauf. Und das riecht so sahnig. Das ist das Wort, was mir gefehlt hat. So einfach so, ja, sahnig. So soft. Keine Ahnung, ich kann es schlecht beschreiben. Es riecht richtig toll. Und man riecht auch trotzdem ein bisschen das Frische raus. Ja, der will mich verscheißern. Ja, so ist das. Wenn er jetzt gleich nochmal kommt, mache ich Pause. Ja, ich finde es richtig klasse. Davon könnte ich mir auch vorstellen, mir noch einen Housewarmer zu kaufen. Und ja, vielleicht sollte ich kurz Pause machen. So, da bin ich wieder. Also heute, ja, ich glaube, irgendwie ist heute alles dagegen, dass ich hier ein Video mache. Jedenfalls ist der Rettungshubschrauber gerade gelandet hier die Straße runter und ja, der wird auch wahrscheinlich demnächst wieder losfliegen. Also könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ja, also wir waren bei Vanilla Lime und ja, die ist mega. Also ich finde es richtig toll. Ich habe jetzt übrigens das Fenster zugemacht, aber man hört es trotzdem wahrscheinlich. Ja, der ist einfach richtig toll. Also ich bin begeistert und ich zeige euch mal schnell
mein Buch. Ich habe mir das gerade mal zur Seite gelegt. Ich habe mir hier so ein, ja, ich weiß gar nicht, dass ihr mich noch seht, so ein Heftchen gebastelt. Das ist hier, das ist total einfach und nichts Besonderes, aber ich habe mir hier aufgeschrieben, zum Beispiel hier, wie die Kollektion heißt, die es gab. Hier ist der Platz sozusagen, wo ich dann das Label hinkleben kann und hier ist die Duftbeschreibung. Also hier steht der Duft und die Duftbeschreibung. Ja, das habe ich mir gebastelt und da habe ich dann zum Beispiel hier Frühlingskollektion 2015 und habe das dann hier hingeschrieben und ja, ihr seht es ja. Und da kommen dann die Label rein, hier die kleinen. Die werde ich dann, wenn ich die Kerzen abgebrannt habe, mache ich dann hier die Label ab und die klebe ich dann da drauf. Und dann werde ich dazu schreiben, hier rein, ob mir das gefallen hat oder nicht. Und so behält man den Überblick und ja, fand ich eigentlich mal eine ganz coole Idee. So, jetzt machen wir weiter, bevor der Hubschrauber wieder losfliegt. Black Cherry, ganz, ganz toller Duft. Da habe ich mich total verliebt. Da muss ich auch unbedingt noch ein großes Glas von haben irgendwann. Der ist so toll. Der erinnert mich an Hubba Bubba Kirsch, an die Kindheit. Richtig klasse. Der ist so toll. Das ist echt wie im Himmel. Nee, richtig cool. Also das ist ein ganz, ganz toller Kirschduft. Hat für mich auch nichts irgendwie mit Black Cherry zu tun. Es ist einfach Kirsch. Ja, ich finde es richtig toll. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Auch ganz tolles Label. Und ja, das ist der zweite Duft. Dann geht es weiter mit Sweet Apple. Der geht auch aus dem Sortiment und das finde ich auch sehr, sehr schade. Ich habe mir den gekauft, der war jetzt hier bei uns im Sonderangebot für 1,30 Euro und ja, und der ist auch total klasse. Das ist auch ein ganz, ganz toller Apfelduft. Das ist genauso wie jetzt der Kirschduft als Apfelduft und mega. Also ich finde ihn ganz toll, so richtig schön frische rote Äpfel und ja, erinnert mich auch so an irgendwas. Es gab früher immer so Puppen in meiner Kindheit, so... Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber viele Püppchen gab es einfach früher, die geduftet haben. Und wenn die geduftet haben, dann nach Erdbeer oder Apfel oder keine Ahnung. Und da war, das ist genau dieser Apfelduft, wie früher so Püppchen gerochen haben. Keine Ahnung, vielleicht kann das jemand nachvollziehen, was ich meine. Ja, riecht auf jeden Fall richtig klasse. Also ich zeige es euch nochmal. Sweet Apple geht, wie gesagt, aus dem Sortiment. Also wer da sich noch ein Backup besorgen will, der sollte das wohl bald tun. Ja, dann habe ich mir geholt Mango Peach Salsa. Ja, genau. Und ja, riecht auch sehr fruchtig. Ich rieche ja, auf jeden Fall Mango und Pfirsich raus. Und ja, mehr ist auch gar nicht drin, glaube ich. Es riecht einfach toll. Ich frage mich, ob sie würziger wird, wenn sie angezündet ist. Aber im Moment riecht sie einfach nur mega toll fruchtig. Ja, ich finde die auch klasse. Weiß ich nicht, ob ich mir da ein großes Glas von kaufen würde, aber ich teste jetzt erstmal die kleinen. Dann gab es auch in dem Laden hier bei uns, ja, kann man jetzt ganz, ganz gut sehen. Das ist auch so toll. Wie kann man das nur aufs Label kleben? Sonderpreis 1,10 Euro gab es diese Tarte. Und zwar ist das Star Orange, heißt das, glaube ich, und Anis. Oder andersrum. Moment, ich gucke. Star Anis and Orange. Ja, so rum war es natürlich. Logischerweise. Ja, hier könnt ihr es sehen. Es geht aber gut ab. Star Anise and Orange. Und ja, das ist ein Duft. Den hätte ich mir so nie gekauft. Das riecht total, ja, Anise ist halt, ist schon ein sehr spezieller Duft. Also das muss man wirklich mögen. Es riecht sehr weihnachtlich. Ich denke, es ist auch ein Weihnachtsduft. Leider stehen ja auf den kleinen Labels keine, Fresh oder Fruit oder irgendwas drauf. Und ich könnte mir vorstellen, es ist Festive, aber ich weiß es nicht. Und es riecht schon sehr nach Lakritze. Also man muss es wirklich mögen. Orange rieche ich da gar nicht raus. Ja, bin mal gespannt. Ja, hier ist übrigens ein Loch, deswegen rieche ich an der Seite. Ja, also würde mich mal eure Meinung interessieren. Wer das schon mal getestet hat, könnt ihr mir auch mal Feedback dalassen, wie ihr das findet. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob mir das wirklich gefällt. Dann habe ich mir ein Set gekauft.
Da sind drei verschiedene Düfte drin. Und die sind so, glaube ich, nicht mehr zu haben. Das war auch, glaube ich, eine Limited Edition. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe hier einmal Caramel Apple Cake. Ich habe schon wieder ein Haar im Gesicht. Und ja, das finde ich ganz toll. Das ist voll mein Ding. Sehr, sehr süß. Das ist bestimmt eine Food and Spice. Ja, ich finde die mega. Also ich rieche da sehr viel Karamell, wenig Apfel. Riecht auch nicht nach Kuchen eigentlich. Schwer zu sagen. Ich finde sie auf jeden Fall mega lecker und davon hätte ich gern ein großes Glas. Aber die sind relativ selten, wobei ich gesehen habe, ich glaube, bei Duft und Raum müsste es noch welche geben. Ja, richtig cool. Das ist der eine. Dann war da in dem Set dabei hier, könnt ihr es sehen, ja so. Candied Pecans heißen die Nüsse, glaube ich. Wahnsinnig tolle Nüsse. Die gibt es in Deutschland kaum, habe ich so das Gefühl. In den USA gibt es die wahnsinnig viele und da gibt es auch ganz tolles Pecan-Eis, Pecan-Nusseis, wie auch immer. Und ich liebe dieses Eis. Das ist ähnlich wie Walnusseis, aber es ist doch anders. Und ja. Und das riecht auch schon wieder ganz anders. Aber es riecht, hat ein bisschen so gebrannte Mandelhauch, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich rieche schon wieder kaum was, aber es erinnert mich doch sehr an gebrannte Mandeln. Und ich finde es auch echt toll. Also da würde ich auch ein großes Glas von nehmen. Richtig, richtig cool. Auch total leckeres Label. Ja, das gehört dazu. Und der dritte im Bunde ist dieser hier. Und tja, Autumn Gathering. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich finde es auf jeden Fall. Ich mag ja diese Herbstdüfte und ich finde dieses Label so wunderschön. Aber, jetzt kommt das Aber, der Duft sagt mir nicht so dolle zu. Leider. Ich habe mir echt gewünscht, der würde mir besser gefallen. Der ist sehr lieblich. Es ist eigentlich ein frischer Duft, aber er ist sehr süß. Ja, so ein süßes Damenparfüm eigentlich, würde ich jetzt behaupten. Schon noch frisch, aber schon sehr süß. Ich weiß es noch nicht. Ich werde mal schauen, wie das warm dann ist und ja, ob mir der zusagt. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass ich diese drei im Set abgeben möchte. Also wer Interesse hat, der kann mich gerne anschreiben. Preis, ja, vielleicht mit einem Preisangebot. Ich weiß nämlich noch nicht, was ich dafür nehme. Also wer Interesse hat, diese drei sind abzugeben, könnt ihr mir einfach eine Nachricht schreiben. Am besten nicht in die Kommentare, sondern einfach eine private Nachricht oder eine E-Mail, steht alles unten in der Infobox. Ja, und jetzt geht's weiter. Ich habe noch eine ganze Kiste hier stehen, die kam von Duft und Raum. Und da habe ich mir noch einen Berg voll Votivkerzen bestellt. Und zwar wollte ich ein paar frische Düfte testen, weil ich habe es nicht so mit frischen Düften. Da bin ich noch ein bisschen Neuling. Ich mag ja total gerne diese Food and Spice Düfte. Mein Liebster ist sowieso Vanilla Cupcake und Christmas Cookie. Und ja, ich taste mich jetzt langsam an die frischen Düfte ran und da sind ja doch ein paar, die mir eigentlich ganz gut gefallen, die echt, ja, die mein Herz erobert haben, sagen wir es mal so. Und ja, deswegen möchte ich noch ein paar mehr frische Düfte testen, weil ja. Ja, wollte ich einfach. So. So wie dazu. Okay, ich fange einfach an. Der erste, ich nehme die jetzt wahllos aus der Kiste. Der erste ist Driftwood und ja, weiß ich nicht, hat mir einfach, mir gefallen auch viel diese Label. Also, es ist immer so schwierig. Man mag die Label, man mag die Farben, aber der Duft ist halt dann oft nicht so, wie man sich's vorstellt. Und ja. Das Schwierige ist auch, die lagen alle zusammen in einer Kiste und manchmal habe ich das Gefühl, die riechen dann alle gleich. Und ja, mal schauen. Ah, das ist auch ein ganz würziger Duft. Der ist nicht schlecht. Der ist sehr, sehr würzig. Ja, riecht auch. Also ich finde, dass diese frischen Düfte immer was mit Parfüm zu tun haben für mich. Oft mit Herrenparfüm. Und das könnte auch wirklich ein Herrenparfüm sein. Also, wenn mein Freund das tragen würde, ja, warum nicht? Ja, ich finde es klasse. Ich kann auch echt nicht sagen, bei
bei diesen Düften jetzt wie Driftwood, was soll da drin sein oder was ist der Sinn dahinter? Und ja, ich finde es klasse. Also der riecht echt gut und wer halt, wie gesagt, diese maskulinen, frischen Düfte mag, dann hier. Der mag den bestimmt auch. Weiter geht's mit einem Special und ich sag mal an der Stelle viele Grüße an meine liebe Cat. So, Achtung, guck genau hin. Icicles. Ja, den musste ich unbedingt kaufen, weil die liebe Cat den unbedingt haben will und ich den noch nie hatte und ich wollte einfach wissen, wie er riecht. Weil ihr sagt er so zu und meine Schwester hatte Icicles mal gehabt als Housewarmer, ich glaube aber als kleinen oder mittleren, ich weiß nicht mehr genau. Und ich konnte mich an den Duft kaum erinnern. Also ich wusste, er war jetzt nicht so der Knaller, dass er mir im Kopf geblieben ist, aber ich wollte es unbedingt nochmal testen. Deswegen musste die sein. Und ja, die riecht. Also ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Mit Winter und Eis und Vogel, keine Ahnung. Aber die riecht auch sehr eher süßlich wieder. Und ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, ich habe die Duftbeschreibung von Icicles schon in meinem schlauen Buch. Ja, hier ist es. Hier steht, ich lese euch vor. Der klare Duft des Winterwaldes von eisbedeckten Kiefernzweigen, durchzogen von einem prickelnden Hauch von würzigem Zimt. Ja, das ist die Duftbeschreibung von Icicles und ich rieche null Zimt. Naja, doch, wenn man vielleicht, wenn man es jetzt weiß. Ja, doch könnte ein Hauch Zimt drin sein, tatsächlich. Also weht wohl, ne? Aber ja, ich finde sie cool. Also Cat, wenn du sie haben willst, ich kann sie dir nur empfehlen. Und kauf sie dir gleich als Glas, weil die ist im Moment im Angebot bei Amazon. Ich verlinke euch auch wieder alles, ne? Dass ihr dran denkt. Die ist nämlich echt günstig im Moment bei Amazon zu haben im Glas. Ja. Ja, das ist schon ganz praktisch hier mit meinem schlauen Buch. Hier oben ist es übrigens Icicles. Das dauert halt, ne? Wenn man sowas per Hand macht, das dauert einfach eine Weile. Und ja. Hier ist auch Cranberry Pear mit drin. Aber da steht auch nichts. Da steht einfach sowas wie Birnen frisch aus dem Obstgarten übergossen mit dekadent verführerischem Preiselbeersirup. Ja. Da ist man manchmal halt auch nicht schlauer. Das wollte ich damit sagen. So, ich mache weiter mit Sea Air. Weil, wie gesagt, frische Düfte testen und so. Und ich folge ja ganz vielen auf Insta, die jeden Tag ihre Lieblingsdüfte posten. Und ja, das sind einfach so Düfte, die da ständig vorkommen. Und das interessiert einen dann einfach, wenn so viele diesen Duft mögen. Ja. Und ich muss sagen, der riecht mir jetzt wieder sehr stark nach Bad. Also wenn ihr wisst, was ich meine, es gibt gewisse Kerzen, die zündet man einfach am liebsten im Bad an, weil es da einfach hinpasst von frisch und ja, so ein bisschen Klostein. Ist jetzt böse, aber nee, so schlecht ist es wirklich nicht. Aber davon würde ich mir keinen Housewarmer kaufen. Aber wie gesagt, ich kann nur den kalten Duft sagen, den warmen Duft dann irgendwann. Ja, ich bin gespannt. So, weiter geht's mit einer Kerze, die mich auch wahnsinnig interessiert hat, und zwar Coastal Living. Und ja, ich finde die ganz toll. Auch die Farbe gefällt mir gut. Dieses Türkis und wenn ich da manchmal sehe, die Fotos bei Insta, wie die in den großen Housewarmern gepoolt sind, oh Wahnsinn, finde ich richtig toll. Und die gefällt mir auch sehr gut. Die riecht sehr frisch. Ein bisschen so, ich würde sagen, zitronig oder so fast schon. Also mir gefällt es echt gut. Das riecht, wie riecht die? Die hat einen Hauch. Wahrscheinlich werdet ihr mich jetzt erschlagen, aber die hat einen Hauch von Frühling, so wie die Happy Spring, wenn ihr die kennt. So nach, ja, draußen. Nach Natur, nach Grün. Schwer zu beschreiben. Ja, die ist ganz, ganz toll. Also das wäre auch, ist aber auch eventuell ein Badduft, aber ja. Ja, das zählt jetzt für mich nicht unter Männerparfüm. Nur mal so nebenbei. Sie er übrigens auch nicht. Ja, weiter geht's. Mal gerade gucken hier. Was haben wir denn noch? Ah ja, okay.
Ich mach mal weiter mit Cat, mit Ebony and Oak. Da war Cat auch total begeistert von und ich wollte die unbedingt haben. Mir sagt das total zu, das Label ist schön und der Duft hat mich interessiert, aber ich muss sagen, sie ist mir ein bisschen zu würzig. Die riecht schon sehr, sehr extrem. Oh. Sorry, aber die ist schon hart an der Grenze, wirklich hart an der Grenze. Also die ist mir ein Ticken zu würzig. Ja, ich bin gespannt drauf, wie sie warm dann brennt. Weiß ich noch nicht, ob mir die jetzt zusagt. Ich kann es noch nicht sagen, aber das ist einfach das, was ich wollte. Ich wollte diese Votivkerzen einfach, um mir diese Düfte näher zu bringen und einfach zu überlegen, ob sich das lohnt, große Gläser davon zu kaufen. Genauso gehypt wurde bei Insta dieser hier, und zwar Sunset Breeze. Und ja, tolles Label, tolle Farbe. Ja, und eigentlich auch toller Duft. Der ist so schwer zu beschreiben. Der riecht auch so meiner Meinung nach ein bisschen fruchtig. Ich weiß auch gar nicht. Ich muss mal gucken. Ich glaube, Sunset Breeze habe ich noch nicht in meinem schlauen Buch. Ich glaube nicht. So weit bin ich noch nicht. Ich habe angefangen. Ich gucke gerade mal. Ich glaube, 2013 habe ich angefangen. Und ja, habe mir die ganzen Kollektionen hier eingetragen. Nee, die ist noch nicht dabei. Die kommt noch. Also die ist neuer als 2015. Ich bin jetzt bei Sommer 2015. Ja. Kann auch sein, dass sie da dann dabei ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja. Ich finde sie richtig gut. Die riecht für mich sehr fruchtig. Also ich weiß nicht, was drin ist, aber die ist frisch, fruchtig und ich finde es klasse. Also da würde ich mir auch überlegen, eventuell nochmal Nachschub zu holen. Dann haben noch drei Stück haben wir, dann haben wir es geschafft. Das Video geht auch echt lang. Ich bin froh, dass der Hubschrauber immer noch steht. Dass der jetzt mir nicht wieder hier reinfunkt, aber wahrscheinlich geht es jetzt gleich los. Die nächste, die ich mir bestellt habe, ist Garden by the Sea. Und ich fand einfach, ich habe keine einzige pinke bis jetzt. Und ja, das tut mir ein bisschen leid, weil. Aber es gibt, glaube ich, kaum pinke Kerzen. Ich hatte mal Pink Dragon Fruit. Die war auch sehr, sehr gut. Toll, also im großen Glas hatte ich die, die fand ich auch klasse. Ja, und jetzt habe ich mir hier Garden by the Sea. Das ist, glaube ich, auch ein frischer Duft. Frisch oder floral, ich weiß es nicht. Und ja, der riecht sehr, also der gefällt mir auch richtig gut. Der riecht auch sehr blumig, könnte wirklich ein Floral Duft sein. Ja, es ist schwer zu erklären. Es ist wirklich schwer. Ich wünschte, ihr könntet es riechen durch die Kamera, aber leider geht es nicht. Ich werde zusehen, in Zukunft, wenn mein Büchlein fertig ist, werde ich euch zu jeder Kerze dann die Duftbeschreibung vorlesen. Aber im Moment ist es leider noch nicht so weit und ich will die Sachen aber zeigen. Ich muss die wegräumen, ich muss die anbrennen. Die können jetzt nicht hier noch wochenlang stehen und bis ich mit meinem Büchlein da fertig bin, das dauert noch ein paar Wochen. Also ja. Ja, aber sie ist schon sehr cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Es ist schade, dass da nichts draufsteht, dass da kein Duft mit draufsteht, aber ja, so sind sie halt bei Yankee Candle. Mein Gott. So, die vorletzte gehört, glaube ich, zur selben Kollektion, ist Riviera Escape und ja, auch total tolles Label, findet ihr nicht? Ich finde es klasse. Und die, ja, die riecht fast, die erinnert mich an irgendwas. Ich weiß nur gerade nicht an was. Die riecht richtig toll, frisch, blumig. Gefällt mir eigentlich besser als die Garden by the Sea. Ah, oh, die ist toll. Richtig toll. Oh, da könnte ich mich jetzt. Oh, die ist echt toll. Die riecht auch ein bisschen würzig, also ich zeige es euch nochmal näher. Richtig klasse. Ja, ich finde die toll. Ich bin sehr zufrieden. Und zum Schluss kommt noch so ein kleines Highlight, die ich unbedingt haben wollte, weil ich gehört habe, die soll so toll sein. Und zwar Cherries on Snow. Ich habe gehört, dass sie so schön duftet und ich musste sie haben. Und genauso ist es auch. Und ich muss mal gerade, wo ist denn hier meine Black Cherry? Ich muss die jetzt gerade mal vergleichen. Ah ja. Also der Duft ist sehr, sehr ähnlich. Black Cherry ist ein bisschen süßer, ein bisschen
Ja, ein bisschen süßer. Die ist doch ein bisschen frischer. Ich weiß auch nicht wirklich, was Cherries on Snow bedeuten soll. Das ist, glaube ich, auch sogar eine Festive-Kerze. Ich weiß es aber nicht. Die riecht so toll. Also, sie riechen ähnlich, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre die mein Favorit gegenüber der Black Cherry. Auch ganz, ganz toll. Er riecht auch wie Hubba Bubba Kirsch. Also, es ist, wie gesagt, sehr ähnlich. Ja. Oh Mann, richtig toll. Ich bin mega begeistert. Ich muss mal aufpassen, dass mir hier nicht gleich alles vom Tisch fällt. Vor allem meine. Jo, das war's schon. Egal. Hebe ich gleich wieder auf. Ja, ihr Lieben, das war mein Yankee Candle Haul. Ich nenne ihn mal August, obwohl ich die Sachen eigentlich auch teilweise noch im Juli gekauft habe. Aber ich habe schon einen Juli-Haul und ja, ich wollte nicht noch einen zweiten machen. Und ich hoffe jetzt, ich habe nichts vergessen, aber ich glaube nicht. Ich hoffe es zumindest. Ja, lasst mir mal eure Kommentare da gerne, ob ihr das besser so findet, mich dabei zu sehen oder ob ihr lieber nur die Hände sehen wollt und die Kerzen. Könnt ihr mir ja mal Feedback da lassen. Ich versuche jetzt in nächster Zeit vielleicht öfter mal vor der Kamera zu sitzen. Ich muss mal sehen, ja, wie ich Zeit habe. Es ist halt ja auch doch immer, ich meine, ich sitze jetzt auch schon wieder bestimmt eine Stunde an dem Video. Ich weiß auch nicht, wie lange das wird. Ich muss es ja dann zusammenschneiden. Dadurch, dass mir ja da wieder erst die Kirchturmuhr und dann der Hubschrauber dazwischen gekommen sind. Aber so ist das. Ja, ich weiß nicht. Ich will auch hier keine mega perfekten Videos machen. Das ist, wie es ist. Das ist äußerer Einfluss. Da habe ich keinen Einfluss drauf, was außenrum um mein Haus passiert. Und ja. Deswegen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch wenn ich, wie ich jedes Mal sage, nicht so die Düfte rausriechen kann, wie ich es gerne könnte. Aber ich fange ja auch erst an. Das ist ja jetzt erst, ja, der Anfang meiner Yankee Candle Sammlung Videos, wie auch immer. Und da wird definitiv noch mehr kommen, weil ich kann nicht aufhören zu kaufen. Vor allem, weil die halt eben bei Amazon alle gerade so günstig sind. Und da muss man einfach zuschlagen. Ich kann es euch nur raten. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schaut rein. Ich verlinke es euch extra. Ihr müsst nicht suchen. Ich nehme euch die ganze Arbeit ab und ja, poste euch die Links rein. Und ja, dann schaut doch einfach vorbei. Und wie gesagt, lasst mir Feedback da, wie ihr das Video fandet. Und ja. Ihr Lieben, ich glaube, das war's dann soweit. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi!